Urbosa, bitte beschütze Link und mich. Ah. Das wird ein spannender Kampf werden. Ich würde gerne meine andere Rüstung anziehen. Wir müssen. Warte. Hab eine ISO-Rüstung. Sie wollte gerade was sagen, aber... Ich bin bulletproof. Okay, jetzt ist es zu warm für mich anscheinend, oder? Bitte warten Sie. Meinst du, so ein Dreierbogen ist cool? Also ich versuche halt echt so schnell wie möglich zu... Behalt die Nerven. Okay, also nicht B drücken. Okay. Wo ist das Vieh? Ich bin isoliert bis zum geht nicht mehr. Ja. Ich versuche es zu sehen, aber ich sehe hier nichts. Aber ich glaube, das ist so eine Übungsrunde noch. Da. Jetzt hat das Vieh Bock. Ja, ich bin ja da. Vana Boris. Alles gut. Nutzen wir die Chance. Wir nutzen die Chance. Du weißt, wie beim AT-ST. Ne, AT-AT. Na, Mist. Kein guter Treffer. Ja, hinterher ist doof, ne? Das sind drei Schüsse auf einmal. Ja, jetzt. Guter Witz, ne? Was? Mich hat's erwischt? Komm zu mir! Behalt die Nerven! Das war nicht so schnell! Okay, Glück gehabt. Ich treffe immer das falsche Bein. Wow. Mir hat es trotzdem Schaden gemacht, aber... Genau so. Bewegung. Damit brauche ich weniger Pfeile. Okay, los geht's. Es liegt an dir. Ich habe nicht die Kraft, Naboris zu bändigen. Nur du kannst diese ganze Sache zu einem guten Ende bringen. Das war eben echt nicht einfach, aber zum Glück hatten wir diesen Dreierbogen.
der hat uns sehr geholfen. Link, ich zähle auf dich. Dankeschön. Ich bemühe mich. War schon cool. Aber das war schon cool auf jeden Fall. Achso. Ja gut, Bombenmodule. Ich war eben nur voll verwundert, als ich geschossen habe und halt immer das Bein getroffen habe. Also das hintere. Ja, nun. Hätte es genau andersrum machen können. Das wäre, glaube ich, besser gewesen und klüger. So. Dann haben wir den Teleportziel, das Teleportziel. Oh, sieh an, wer sich da mal wieder blicken lässt. Ah, moin. Ich habe immer gewusst, dass du eines Tages hierher kommen würdest. Ja. Ich wette, du willst Naboris Ganons Kontrolle entreißen, oder? Natürlich. Dann solltest du als erstes die Karte suchen, die dir den Aufbau dieses Relikts verrät. Mhm. Okay, jetzt muss man sich erst wieder zurechtfinden, ne? Okay, ich sehe schon, was sich da drehen lässt. Oh. Das da ist der Leitstein, der die Daten der Karte beinhaltet. Dort musst du hin. Verstanden. Als allererstes muss ich jetzt hier erstmal, ne, und so. So, die brauche ich jetzt nicht. Der würde mir jetzt erstmal reichen, weil, zum Beispiel hier... Das ist eine Wächterlanze. Oh, ich habe so ein gutes Schwert genommen. Es hat wieder Stufe 60. Hallo? Wie stark ist die Nein. Übrigens, nein. Ich habe schon wieder die Wächterlanze genommen. Ich will die nicht. Halt wieder das 60er Schwert. Das ist halt so bitter. Verbrauche ich eigentlich doppelt so viele Pfeile? Ich weiß es nicht. Dementsprechend nehme ich das so. Okay, hier ist Strom. Hier läuft Strom. Und da hinten kann ich hoch. Ich hab noch immer das volle Schwert. Okay. Ich weiß nicht wie, aber ich hab's. Ich würde es einfach so lange benutzen, bis... Ja. Okay, das war ja nicht schwer. Da war das andere schwerer. Der Schickerstein erkannt. Sehr gut. Doch nicht. Ah, der Bauch dreht sich, okay. Und jeweils ein Stück des Bauches. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Du hast die Karte dieses Titanen erhalten. Gut gemacht. Sieh sie dir einmal an. Die leuchtenden Symbole sind die Kontrollsiegel, die die Steuerung von Vanaboris regeln. Um Naboris zurückzuerobern, ist es notwendig, alle von diesen Kontrollsiegeln zu lösen. Ja. Das wird sicher nicht einfach, aber wenn einer es schaffen kann, dann du. Danke. Okay. Okay, du drehst das einmal hier. Ui, der hat aber Bock. So, ich dreh mal. Weil da anscheinend neue Öffnungen frei werden. Wie viele? Wir haben 5, ne? Okay, also hier können wir gleich durch. Müssen wir halt nur drehen. Und dann wahrscheinlich von außen reinlaufen, ne?
Das können wir hier nämlich auch drehen. Was gibt's denn hier außen? Eklige Glibber. Ist nochmal das Starke. Ah, hier ist schon mal eine Truhe. 5 Bombenpfeile, sehr gut. Ich versuche jetzt mal erstmal mich hier umzuschauen. Also hoch komme ich hier nicht. Ich drehe den mal. Okay, also hier kann ich nicht viel machen. Aber hier ist schon mal einer von denen. Okay. Unten ist wieder so ein Dude. Ja. Nun. Buggedy Bugman. Und es ist interessant, dass es geht. Ich meine ja, dass es geht, ja. So. Und es ist nochmal der Start. Das ist so ein Wahnsinn, ne? Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich mich hier mal drehen lasse. Erstmal noch nicht so viel. Zu etwas anderem. Was passiert, wenn ich die Mitte drehe? Was dreht sich alles? Mifas Gebet ist bereit, wenn du es brauchst. Strom. Es hat Strom. Ah, guck mal da oben. Zack. Ah ja. Bleib mal hier. Irgendwo können wir hier durch, sicherlich. Hier. Okay, es dreht sich weiter, das ist gut. Na gut, dann sind wir hier wieder unten. Schwierig. Oh, ich bin fast tot. Das ist nicht so gut. Ich sollte vielleicht mal was essen. Ich hab hier zum Glück schon mal 3. Das ist schon mal gut. Dann nehmen wir das da. Das hätte kochen sollen, ne? Ja, vielleicht reicht das. Ich würde gerne erstmal wieder rein. Vielleicht schaffen wir es ja vor dem Kampf nochmal zu kochen gleich. Ich gucke gerade mal, ich versuche mal so ein bisschen mitzugehen. Vielleicht haben wir ja großes Glück. Na, da könnten wir zum Beispiel rüber. Also was wir machen könnten, ist von... Schaffen wir auch nicht, ne? Also, Moment. Ich weiß, dass man hier auch ein bisschen noch springen kann und so. Daher würde ich sagen... Machen wir erstmal das Allerhöchste der Gefühle. So, hier gibt es Strom.
das können wir hier machen. Mhm. Ah, da oben gibt's jetzt. Nee, gibt's nicht. Weil hier gerade kein Strom durchläuft, das liegt aber an dem hier. Nee, das liegt nicht an dem hier, das liegt an dem hier. Wo ist das Stromkabel? Da kommt's. Soli. Okay, passt. Da bewegt sich was hoch. Da scheint auch was drin zu sein. Das ist gut. Mhm. Aber jetzt kommen wir nicht ganz... Doch, wir kommen ganz hoch. Sehr gut. Diese Rätsel sind so super. Hab ich jetzt bloß das dumme Auge sehen. Hm. Das gefällt mir ja nicht, Thomas. Wahrscheinlich auf der Innenseite, das dumme Ding, ne? Weil wir müssen da ganz hoch, das kann ich mir jetzt vorstellen. Könnte auch sein... Das nervt mich. Gut, da müssen wir wohl anders ran. Wobei, warte mal. Lass das mal dran. Ah nee, das ist noch eins drüber. Passt nicht. Das könnte klappen. Okay. Jetzt ist nicht hier. Okay, das ist dumm. Aber da unten ist was. Da könnten wir jetzt erstmal hin, bis sich das aufgeladen hat. So, Mann, Abgang. Mhm, ist noch was? Ah ja. Jetzt nur nicht in die Glibber fallen. Aber es sollte gehen. Passt. Erster Kontrollstein. Boah. Noch vier Kontrollsiegel. Hoffentlich ist verlassen. Sehr gut. Okay, bewegt es sich? Ja. Problemfrei. Okay, also um den Kasten müssen wir uns danach keine Sorgen mehr machen. Das haben wir dann schon mal durch. Jetzt müssen wir drinnen gucken. Hier kann ich jetzt... Nein, 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 nein! Oh, bleib oben, Alter. Ich will die Truhe öffnen erstmal. Nun. Sehr gut. Bleib da. Okay. Ist über mir jetzt die Konsole? Weil... Nein, falsche Richtung gedreht. Ich kann mir vorstellen, dass man hier vielleicht noch was hinbasteln kann. Nee, da ist nicht die Konsole. Die Konsole ist... Wo Anna ist du? Und jetzt ist wieder gerade. Hä? Hey.
Okay. Machen wir erstmal das hier. Nun, eine antike Achse. Hier war doch eine Konsole drauf, oder? Oder bin ich komplett debbert? Okay, wir bleiben mal hier stehen. Und reden mal. Ah, da vorne ist einer. Ihr könnt es schaffen. Sehr gut, nächste Konsole. Puh.